Herr Gastrechner, wie schätzen Sie Ihren eigenen Erfolg jetzt hier ein in den letzten Wochen und heute? Das schätze ich gar nicht ein, weil es um den nicht geht. Um was geht es? Es geht darum, dass wir für den Bahnhof, wenn er also jetzt gebaut wird, in den nächsten 10 Jahren entscheidende Verbesserungen für die Menschen erreicht haben. Und dass zweitens es in Stuttgart eine zweite Befriedung der Auseinandersetzung ist. Wie viel ziviler Ungehorsam ist möglich in der Demokratie und wie weit darf dieser Ungehorsam gehen? Ja, das kann gar nicht weit genug gehen. Gesetze müssen eingehalten werden, das ist richtig. Aber sonst erst Demonstrationen in den Meinungsfreiheit. Was war die größte Herausforderung für Sie in den letzten Wochen jetzt? Die größte Herausforderung war eigentlich am Anfang, als es darum ging, die Leute an einen Tisch zu bringen. Das war fast am schwierigsten. Aber es ist ja gelungen. Wir würden Sie gerne porträtieren für die Deutsche Welle und ich würde wissen, ob Sie vielleicht nächste Woche noch mal eine Stunde, 2 Stunden Bescheid für uns irgendwo anders hätten, dass wir noch mal zusammenkommen könnten für ein Interview. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Was Sie brauchen. Ja, ja. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ja.